Radio Fantasy. Ich stelle euch Schätzfragen. Andi muss immer als Erster antworten, dann kommst du, Romina. Ihr habt jeweils 5 Sekunden Zeit zum Überlegen. Wer von euch näher am Ergebnis dran ist, hat den Punkt. Und wer zuerst 2 Punkte hat, hat gewonnen. Okay. Frage 1. Andreas, wie alt bist du? Wieso soll ich das jetzt schätzen? Nee, das war jetzt... Das darfst du einfach nur sagen. Ja, das habe ich ja noch nie verraten. Ne? Ach so, ja. Ach, das ist ein großes Geheimnis. Das sagt nicht mal Geheimnis, Wikipedia. Aber nein, das ist, ja, da steht irgendwas, aber das stimmt ja nicht. Und ach das so. Ding ist halt, nee, ich feiere nie Geburtstag, ne, weil ich das Konzept mit der Zeit nicht, das ist nicht meine, das mag ich nicht. Ich verstehe das nicht, warum man alle Jahre, warum nicht alle 6 Monate und so, wer hat sich da ausgedacht? Und das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich mag das nicht. Vor allem, ich habe ja für meine Geburt auch nichts gemacht. Ne? Warum feiert man das? Ich verstehe das nicht. Ja, ganz ehrlich, warum müsste man die Eltern feiern? Hey, ja. Super gemacht und so. Super gemacht. Glückwunsch und so, danke, ich bin hier und so. Aber das, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich das auch nie gezählt. Ne? Und es hat ja auch einen Vorteil, wenn man nie Geburtstag hat, wird man auch nicht älter. Weißt du? Stimmt, du bist das immer noch halt null. So. Herzlichen Glückwunsch. Ja.